Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Wir werden heute wieder um 3 Uhr nachts in Roblox verfluchte Nummern anschreiben und anrufen bei Don't Call at 3 AM. Ich bin so gespannt, was es da wieder für neue Nummern gibt. Und Leute, kurze Warnung an euch, tragt bitte keine Kopfhörer, weil ich werde bestimmt wieder schreien müssen. Lasst doch einen Daumen nach oben, damit ich mehr vielleicht Spooky-Spiele mit euch spielen soll in nächster Zeit. Lasst es mich gerne wissen. Bei 5000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Dann gucke ich mal nach ein paar Creepy Games. Könnt auch gerne Vorschläge unten in den Kommentaren da lassen. Habt ihr vielleicht mal was Gruseliges erlebt? Lasst es mich mal gerne wissen. Und ich würde sagen, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go! Oh mein Gott, wie gruselig sieht bitte der Grinch hier aus? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Warum dauert das so lange? Hallo? Wir gucken mal, was es hier so Neues gibt. Ich sehe das hier. Warum steht hier Mitarbeiter? Ich bin irritiert. Was sind das für komische Namen? Aber wir haben hier den Grinch, Leute. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Schneemann. Kane, Jax, Pomni. Okay, Schlumpfkatze. Wir haben hier Billy. Aber warum steht da Rechnung? Digga, du kannst das nicht 1 zu 1 übersetzen. Das geht nicht. Also ein Haufen neuer Figuren, die wir noch gar nicht ausprobiert haben. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Grinch an. Es ist zwar kein Weihnachten mehr, aber mal gucken, was er zu sagen hat. Sollen wir mal anrufen? Ich würde mal sagen, wir machen es einfach, oder? Es klingelt. Warum steht da eigentlich 3.05 Uhr vormittags? Es ist nachts, Mann. Oh, oh, er ist rangegangen. Oh, oh. Ah! Warum höre ich irgendwie so komische Babygeräusche? Was ist das? Hier, ich mach von dir ein Stalker-Bit. Erwischt. Hat der Hufe? Hat der Schuhe an? Hat der Hufe? Ist ein halbes Pferd? Ich habe Angst vor Jumpscares. Okay, da ist der Weihnachtsmann-Schlitten. Oh, er ist sad. Ich habe jetzt gerade kein Bild gemacht. Keine Ahnung, was das war. Er zeigt sich aber gerade nicht von vorne. Was ist das? Nee, ich will dich doch nicht von vorne sehen. Ich will dich nicht von vorne sehen. Nein, danke, Grinch. Schönes Zimmer. Ah! Oh, Alter! Kurz mal Herzinfarkt. Alter! Boah, erschreck mich nicht so. Hi, Grinch. Mal gucken, was er sagt, wenn wir ihn fragen, magst du Weihnachten? Er schreibt, wenn mich nur die Leute mögen, tun sie aber nicht. Soll ich das schreiben? Keiner mag dich. Nein, nein, wir sind nett. Wir lieben dich. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja? Natürlich lieben wir dich. Ich möchte alles stehlen. Oh mein Gott, nee. Das ist jetzt aber nicht so nett. Was ist das? Das ist gruselig. Guck mal, wie groß er ist. Er kommt bis an die Decke. Wo ist das? Antwortet er darauf überhaupt noch? Was willst du stehlen? Alles, was ich will, ist Rache. Leute, das macht diesmal sogar Sinn, was er da alles schreibt. Okay, Grinch war schon seltsam. Was ist, wenn wir den hier oben mal anrufen? Was ist er denn für ein Toilettentieftaucher? Was ist das? Sind wir auf dem Mars gelandet? Ich höre irgendwie ihn atmen. Okay. Ich habe Angst vor einem Jumpscare, Leute. Sorry, wenn ich schreien sollte. Geht's dir gut? Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Okay. Ich weiß nicht, wo sind wir? Geh weg von mir! Dämon, weiche von mir! Geh weg! Geh weg! Ich brauche irgendwie so ein Insektenspray, Leute. Okay, jetzt bin ich irgendwie im Bett. Oh! Seinen Kopf da reingelegt? Ah! Alter, schau dich nicht so an! Alter! Warum? Okay, ihn können wir jetzt nicht anrufen. Müssen wir es kaufen? Doch, wir müssen es kaufen. Sollen wir es einfach mal machen? Ich würde sagen, wir machen es einfach. Ihn müssen wir auf jeden Fall hier anrufen. Er ist cool. So ein süßer Hase. Es klingelt. Hallo, geht noch hier? Oh, jemand ist rangegangen. Oh!
Er sieht sehr aus wie eine Roblox-Figur. Und das Geräusch ist gerade echt ekelhaft. Okay, danke. Es hat aufgehört. Wo sind wir? Ah, warte, das ist ein Fahrgeschäft, ne? Oh, oh, er lacht. Ich dachte ja eigentlich, er ist ganz süß, aber er hat gelbe Zähne. Konzentrieren wir uns darauf. Warum steht er da einfach nur? Jetzt ist er sad. Sehr dramatischer FaceTime-Anruf. Alle Emotionen sind vertreten. Junge, was machst du da so alleine? Ja, das bin ich, wenn ich in ein Fahrgeschäft gehe. Alleine. Spaß alleine, yeah! Also richtig forever alone. Ja. Okay. Ich fühle mich dezent beobachtet. Das ist ein gruseliges Side-Eye. Sehr gruselig. Die Anrufe gehen echt lange, ne? Kann das sein? Aber unser Akku ist leer. Oh! Oh, Alter, ihr meine Hand gerade gestoßen, Mann! Darauf war ich nicht vorbereitet. Was ist, wenn wir Pomni mal anrufen? Machen wir das einfach mal. Was passiert hier? Weil das Bild ist gruselig, Leute. Es ist dieselbe Kulisse. Ich wollte gerade von ihr ein Foto machen. Okay, machen wir hier mal ein Foto. Yeah! Zirkus! Mach mal ein paar Kunststücke! Los, mach eine Rolle! Oder auch nicht. Jetzt ist sie sad und wieder so alleine. Was ist das für ein FaceTime-Anruf? Sie starrt die Ausgangstür an. Hier, ich mache ein Foto. Sieht sehr schön aus. Man sieht dein Gesicht nicht. Hier ist wieder nichts. Ich weiß nicht, warum ich Fotos mache, Leute. Keine Ahnung. Hi. Das ist auch ein schönes Foto. Warte. Wo ist Barbie? Oh nee, Barbie muss man kaufen. Komm, wir kaufen es einfach, weil es ist Barbie, Leute. Barbie muss ich unbedingt anrufen. Wenn das nicht ein Horroranruf wird, dann weiß ich auch nicht. Ey, ich habe dafür ein Badge bekommen, Leute. Sind wir ein Barbie-Streamer? Ah! Yeah! Was hast du da am Bauch? Hier, ich mache von dir ein Foto. Barbie Streamhaus. Schön. Oh! Ja, da würde ich auch Angst bekommen. Wie sie guckt, Leute. Warum sehe ich das gerade? Soll das mein Puppenhaus sein? Okay, das finde ich jetzt mega spooky hier. Ich weiß aber nicht. Barbie macht mir Angst. So wie sie läuft, macht sie mir Angst. Hi, Barbie. Ich bin nicht Ken. Auf gar keinen Fall. Nein, Barbie, wir sind keine Freunde, okay? Wir werden es auch niemals sein. Wisst ihr was? Wir schreiben Hi, Barbie. Wir geben uns mal als Ken aus. Ich bin's. Ken. Sie schreibt jetzt. Ich habe nichts Großes geplant. Okay, lass was machen. Party. Das ist fantastisch. 3 Uhr nachts. Party. Das klingt doch mal toll. Nein. Warum nicht? Barbie. Schäm dich. Du kommst nicht aus Barbieland heraus. Komm in meine Welt. Nein. Schick mal ein gruseliges Bild. Mal gucken, ob sie es tatsächlich tut. Ja. Ja. Nein, doch. Schick ein gruseliges Foto. Barbie hat anscheinend keine Lust, ein Foto zu schicken. Ja, super. Mal gucken, was Billy macht. Das gruselige Strichmännchen. Wie kann ein Strichmännchen so gruselig sein? Wo sind wir denn hier?
Was stand da gerade? Billy, bist du da? Okay, da bist du. Alter, warum sind Strichmännchen gruselig? Warum? Ich finde ihn echt creepy. Sein Lächeln ist gruselig. Was steht denn da am Baum? Hat der keine Hobbys? Warum kommt so eine komische Musik? Ah nein, ich will dich nicht umarmen, Billy. Geh weg von mir. Nein. Ich stehe nicht so auf Strichmännchen. Okay? Was? Was ist das denn? Ew. Eklige Umarmung. Bah. Okay, ruf mir mal sie noch an. Ich bin so gespannt, was passiert, wenn man sie anruft. Weil sie sieht so gruselig aus. Es klingelt. Keine Antwort. Warum will sie nicht telefonieren? Wir probieren es nochmal. Sie muss einfach rangehen. Sie ist rangegangen. Ich glaube, wir sind in ihrem Zimmer. Ich glaube, ich bereue das. Bist du Spider-Man? Okay. Ja, gruselig, jemanden beim Sport zu beobachten. Vom unterm Tisch. Sehr gruselig. Okay, wir gucken jetzt zusammen den Mond an. Wie schön. So süß. Starr mich aber bitte nicht an. Oh! Warum hat sie schon wieder ein anderes Gesicht? Was hat sie überhaupt für einen Top an? Ist da eine Kartoffel drauf? Das Zimmer ist ein bisschen stumpf irgendwie. Der Teppich auch noch. Dann dieses Alpaka da hinten. Die Geräusche finde ich richtig gruselig immer bei diesen Calls. Ehrlich. Die sind immer richtig spooky. Nein! Nicht auf mich zurennen! Nein! Geh weg mit deinem Kartoffelshirt! Ist das eine Kartoffel? Ja. Und sie starrt uns voll in die Seele. Hör auf zu schreien, Junge! Hör auf damit! Boah, Alter, mein Puls! Also ja, ich würde sagen, wir haben genügend angerufen. Die waren wieder mal sehr seltsam. Welcher Anruf davon war am gruseligsten? Lasst es mich mal gerne wissen. Auf jeden Fall ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so lieb.